Ein Rettern ist das, ne? Ich nehme trotzdem mal Lars. Och, komm, ey. Ah, es zieht nicht wirklich viel ab. Ja, wir wissen es. Man kann sich direkt einfach 14 abziehen, oder wie viel das jetzt auch immer abgezogen. Oh, bitte nicht sterben. Lars, nein, nein, nein. Dankeschön. Und jetzt mache ich Ruckzuck-Hieb und jetzt müsstest du tot sein. Bitte. Nein. Jetzt ist Lars tot. Gut. Dennis. Hallo. Liga. Der hat immer nur noch zwei, die einigermaßen gut sind. Na gut. Ich müsste eigentlich mal wieder... Hey, das ist gemein! Eigentlich... Komm. Hier sind ja keine Zwischenkämpfe, da kann ich auch gerade mal hier Pokémon Center gehen. Und in der Zeit, wo das hier am Rumdödeln ist, gar nicht mir was zu trinken holen, weil mein Rachen ist trocken. Wahrscheinlich Klimpern gehört. Da war die Gürtelschnelle. Schnelle, genau. Die Gürtelschnelle, weil ich meinen Gürtel offen habe. So. Jetzt ist für heute schon mein dritter Energy Drink, ey. Ich habe heute in Physik. Habe ich eingetrunken. Er war vor der Sozi-Klausur. Ich check dann auch nicht, warum wir die jetzt hier. Vor Ostern schreiben müssen. Weil wir schreiben in Sozi, glaube ich, eh nur eine Klausur. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich chillen. Weil der Lehrer schreibt keine HÜs oder sowas. Oder der schreibt nochmal einen kleinen Test oder so. Keine Ahnung. So. Achso, ich habe mir das ja nach ganz oben gelegt. Ich bin ja schlau. So. Ja, wir gehen erstmal weiter nach rechts. Gucken dann mal, was da so abgeht. Oder ob das nur so ein kleiner Park ist. Das kann natürlich auch sein. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Ich warte übrigens immer noch auf Pokémon Go. Mein Hype ist schon wieder ein bisschen runtergegangen, aber er ist noch da. Und jedes Mal, wenn ich hier Pokémon spiele, kriege ich wieder Bock auf Pokémon Go. So, was hast du denn? Ein Sandan. Und ich glaube, mein Vater ist... Ja, mein Vater ist gekommen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ah, doch. Ging. Mal Fußkick. Wie sieht das ab? Na! Ah, jetzt kommt das wieder mit den Genauigkeiten. Jetzt triffst du einfach nie. Komm bitte. Es gibt wieder gute Erfahrungspunkte, wenn ich den mit Dave töte. Oh Gottes Willen. Okay. Puh. Too bad. Auf jeden Fall nicht mehr mit Dave. ja, ich möchte wechseln. Und zwar nehme ich jetzt Glumanda. Ich hoffe mal, dass dein Zubat nicht allzu ja, das geht eigentlich. Wobei Glut da, glaube ich, nichts bringt. Ich kann das hier auch gerade mal tauschen. Nein. Oder so. Ich versuche es trotzdem mal mit Glut, aber es ist halt ein Flug-Pokémon und eigentlich sollte das nicht funktionieren. Oh, what?
Ja, doch, eine ist abgezogen. Aber die nur 1, 2. Okay. Ja, das sieht gut doch besser. Ja, Superschall. So, jetzt wechsle ich aber, weil ich habe Schiss, dass der jetzt hier wieder irgend so ein Riesending macht. Lumana, klasse, komm zurück. Los, Lars. Na, Superschall hat er gemacht. Wenn man ruckzuck kippt, dann soll er eigentlich hinüber sein. Ja. Mist, ich hasse schwache Pokémon. Gegen den haben wir schon einen. Ah, hallo. Meine Pokémon müssten bereit sein. Sollten bereit sein. Der Teenager musste kämpfen. Ein Nidoran männlich. Dave? Kommst du zurück und jetzt kommt der Lars. Bitte nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Ich wünsche das hier gut. Es ist ein bisschen kalt. Ich habe schon Fenster zugemacht. Ach, das geht aber. Erstens, weil mir kalt ist. Und zweitens, wegen den ganzen Gerätschaften, die hier draußen immer rumfahren. Yes! Nice! Wie viel hat er denn gehabt? 2. Nidorino! Nö, ich kann so bleiben. Oh, das sieht so komisch. Das sieht von hinten komisch aus und das sieht von vorne komisch aus. Mach mal wieder Windstoß. Ja. Ja. Ruckzuckhieb, habe ich das schon mal ausprobiert, wie gut das ist? Nein. Gedum, gedum. Ich wechsle. Janus. Das hat viel abgezogen. Ist das gut? Nein. Ich mache jetzt noch einen Ruckzuckhieb und dann hoffe ich, dass es vorbei ist. Okay, jetzt düsen wir nochmal schnell zurück zum Pokécenter. Gucken, ob das der Lars überlebt. Ja, Lars wurde besiegt. Gut. So, nochmal hier ein bisschen heilen. Dann setze ich mal das Glumanda nach vorne. Weil Dave ist ja, glaube ich, mittlerweile Level 17. Und das Glumanda, beziehungsweise Christoph, so wollte ich es ja nennen, ist ja immer noch auf Level 15. Deswegen, gerade mal, ja, das Glumanda nach oben. Ich lasse das jetzt auch mal so. Muss meinen inneren Sortierfimmel mal grad in Ruhe lassen. Musik hier ist auch sehr schön. So. Wettkämpfe! Ich kann ihnen nicht widerstehen.
Was bist du denn für einer? Achso, der hat Würfel in der Hand und so ein Becherchen, okay. Ein Knofenser. Das war auch genau, da hat mir jemand letztens geschrieben, wo mir das, der Name wieder nicht eingefallen ist. Das ist auch so ein Pokémon. Ich weiß, wie es heißt, aber immer wenn ich dazu was sagen will, fällt mir der fucking Name nicht ein. Ich weiß aber jetzt, dass die Weiterentwicklung Ultrigaria ist. Und wie dann dieses andere, die letzte Entwicklung davon heißt, weiß ich nicht. Das war dieses Pokémon, was James hat, so was immer sich über seinen Kopf gestülpt hat. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Aber Glut ist hier, glaube ich, sehr gut. Ach, das kann auch Wickel. Ich hätte mich gerade fast verschluckt, ey. Ja. Dankeschön. Hat das immer eine gewisse Anzahl, dass es angreift, oder variiert das? Knofenser brennt! Dafür ist mein Glumanda jetzt vergiftet. Wie viel denn? Auch gar nicht mal so wenig. Dann machen wir einen Kratzer. Nee, ich mach nochmal Glut. Knofenser brennt. Ich stelle mir gerade so ein brennendes Pokémon vor, saugeil. Yay, Glumanda erreicht Level 16. So wird man noch vergiftet. Ein Myrapla. Das ist dieses Ding, was sabbert, oder? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Irgend so ein Pflanzen-Pokémon sabbert. Das zieht dann nicht so viel ab. Zieht das viel ab? Ja, geht. Doch, ich will, dass du brennst. Brenn! Ach, schon wieder Absorber. Aber eigentlich, jetzt mit dem nächsten Blut sollte ich es eigentlich hinkriegen. Nice. Jetzt habe ich beide mit Glumanda besiegt. Immerhin hatte ich eine Chance. Tausend. Hey, Glumanda entwickelt sich geil! Wir haben ein Glutexo. Yay! Das ging aber fix. Ja gut, wir haben es auch mit Level 10 bekommen, von daher. So. Ach so, es ist ja. Ach komm. Soll Glutexo einfach sterben? Ja gut, hier unten gehen wir lang. Da war hinten, ganz hinten war noch einer. Gegen den wollte ich auch noch kämpfen. Der hier. Die Musik ist halt in Gold viel geiler. Versucht dein Glück gegen mich. Das ist bestimmt auch wieder ein Spieler. So, ein Quapsel. Glutexo sieht von hinten sehr scheiße aus. Ich könnte noch nicht mal sagen, dass das ein Glutexo ist von hinten. Pikachu kann man erkennen, dass es eins ist. Aber das hier ist einfach nur ein Haufen Pixelmatsch. Ein Quapsel ist ein Wasser-Pokémon und gegen Wasser-Pokémon sollte eigentlich der Dennis ganz gut sein. Und mit der... Ich hab heute... Ja, ist ja gut. Ich habe gelesen, dass mit der Angel, die ich habe, ich nur... Schlaf ich jetzt? Ach. Nö. Ich mach's so lange, bis Dennis wieder aufwacht. Weil das zieht, glaube ich, nicht so viel ab, oder? Nö. Hey, Dennis ist aufgewacht. Ach komm. Warum habe ich denn die Ruckzuck-Kip gemacht?
Weil ich doof bin, weil ich diese Regeln immer noch nicht im Kopf habe. Also mit der Angel, die ich habe, jetzt zum dritten Mal, kann ich nur Carpados fangen, habe ich gelesen. Von daher macht das eigentlich keinen Sinn, da noch irgendwie weiter zu angeln.